Grüß Gott, hallo, schönen guten Tag. So, Ralf Eisenhauer, Bürgermeister der Stadt Mannheim. Komm auf die Seite. Auf die Seite. Ja, ja. Für Verkehr, Sport und Bauen. Der Christian Lammerti war schon da. Sie haben, ja, klar. Wir können ja ganz kurz auch mal privat, wir sind ja unter uns. Ja, klar, wir sind ja unter uns, klar. Wir haben gesprochen. Meine Frau ist nicht dabei, also deswegen Vorsicht, weil das ist die Tanzpartnerin, ne? Wie viel ist das? Sie ist die Tanzpartnerin? Das heißt, Sie haben einen Tanzkurs gemacht bis Bronze, hat er mir gesagt. Wenn er sagt, muss es ja stimmen. Er sagt, er war sehr angetan. So, Herr Eisenhauer, wir wollen aber jetzt nicht über Ihren Tanzkurs sprechen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben ein Thema, das wir jetzt seit 2017 hier in Mannheim feiern. Da war es zum ersten Mal 200 Jahre Mountainbike. Tolle Veranstaltung. Damals auch ganz viel noch auf dem am Wasserturmgelände stattgefunden und heute ist es auch verteilt über die ganze Stadt. Seit 5 Jahren feiern wir das, heute nach Corona-Pause wieder, Gott sei Dank, mal wieder live und in Farbe zum Anfassen hier in Mannheim, Mountainbike. Die offizielle Eröffnung gehört Ihnen, Herr Eisenhauer, bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank, das mache ich sehr gerne natürlich gemeinsam mit der Geschäftsführerin unseres Stadtmarketings, Carmen Strahonja, die muss ja ein bisschen näher bei mir rücken. Und ich will auch gleich noch jemanden mit auf die Bühne nehmen, den Frank Vogt. Wir haben uns eben schon kurz kennengelernt, der aus Speyer zu uns gekommen ist. Sage ich gleich noch etwas. Ja, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen im Namen der Stadt Mannheim, damit namens unseres Oberbürgermeisters Dr. Peter Kurz und anwesender Mitglieder des Gemeinderates. Ich habe gesehen, Gerhard Fontanier und Markus Sprengler angekündigt, hat sich auch unsere Bundestagsabgeordnete Melis Segmen, die wird gleich zu uns stoßen. Ja, und wir freuen uns außerordentlich. Es wurde schon angesprochen, wir haben 2017 Mountainbike gestartet und in der Erfinderstadt des Fahrrads natürlich wollen wir die guten Erfahrungen, die wir mit diesem Festival gesammelt haben, fortsetzen. Das war jetzt pandemiebedingt eben nicht möglich gewesen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir das jetzt tatsächlich durchführen können. Ja, und neben eben dem Ausbau der Radinfrastruktur, das ist für uns Radfahrende natürlich mit das Entscheidende, dass es gute Radwege gibt, dass es sichere Radwege gibt, dass die Ampelschaltungen bestmöglich sind. Aber neben diesem Ausbau der Infrastruktur, den wir tatkräftig vorantreiben, ist eben auch das Thema Kommunikation und Veranstaltungen und das Werben für das Fahrradfahren ganz wesentlich. Und das haben wir im Blick und das hat Carmen Strahonja und das Stadtmarketing im Blick eben, dass wir mit einem solchen Festival klar zeigen können, welche Vorteile das Fahrradfahren hat und welche Erlebnisse, welche Möglichkeiten sich damit verbinden, gerade für eine dicht besiedelte Stadt, die aber auf der anderen Seite eben so viele Einrichtungen hat in der Innenstadt, die aufgesucht werden, Kultureinrichtungen, die angefahren werden wollen, einkaufen und vieles mehr. Und das ist eben mit Mountainbike alles verbunden, heute erlebbar zu machen, Fahrradfahren vor allem aus der Perspektive, es macht Spaß. Und es trägt bei natürlich zu einem guten Miteinander in unserer Stadt. Und wir haben es auch auf diesen Termin gelegt, oder es passt natürlich hervorragend. Wir haben am Montag das Stadtradeln gestartet. Das ist auch der Grund, warum Frank Buch gleich aus Speyer kommend zu uns mit auf die Bühne kommt. Das Stadtradeln ist eben eine Aktion bundesweit mit vielen Städten, die sich beteiligen. Mannheim ist seit 2018 dabei. Und dabei geht es eben auch um den Spaß am Radfahren, aber natürlich auch um das Versenden von guten Botschaften über das Fahrradfahren im Zeichen des Klimaschutzes. Erschließt sich natürlich, warum Fahrradfahren sinnvoll ist, aber für einen persönlich ist es eben auch sehr, sehr angenehm, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Ja, und als Bürgermeister konnte ich mich dann in dem Jahr irgendwie, und selbst Fahrradfahrer muss man dazu sagen, konnte ich mich irgendwie dann nicht entziehen, ein sogenannter, Stadtradeln-Star irgendwie proklamiert zu werden. Und der Frank Buch macht das in Speyer. Und als Stadtradeln-Star, wie gesagt, ein bisschen hoch angesetzt, also wir fahren Fahrrad wie immer, jedenfalls ich mache das so, ist aber noch eine Besonderheit, dass wir in der Zeit eben des Stadtradelns gar kein Auto nutzen. Das fällt mir jetzt ehrlicherweise auch nicht sonderlich schwer, weil ich es auch im normalen Leben sehr, sehr selten tue. Und ich kann nur sagen, das ist eben kein Verzicht. In meinem Manuskript hier aus der Verwaltung stand drin, der Verzicht aufs Auto. Es ist aber kein Verzicht. Ich kann nur sagen, für meinen Job als Bürgermeister, ich mache ja relativ viele Termine, ist es in der Innenstadt die schnellste Bewegungsart. Es ist definitiv sinnvoll, es macht Spaß. Und wenn man mal weiter weg muss, das sagen ja viele Leute auch, ja, der muss ja auch mal weiter weg, dann nimmt man die S-Bahn und nimmt das Fahrrad mit. Das sind also alles Erlebnisse, die
sind machbar, die sind im Alltag machbar und deswegen werbe ich da mit großer Leidenschaft eben für dieses Selbstausprobieren. Dazu laden wir ein, dass jeder nach seinen Möglichkeiten das auch ausprobiert. Und beim Stadtradeln, Frank, komm doch mal bitte mit zu uns auf die Bühne, denn du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Geschenk aus Speyer mitgebracht. Ja, also bei uns bin ich der Stadtradelstar. Ich radel zwar viel, aber ich habe jetzt kein Geschenk für Speyer. Aber die Speyerer haben ein Geschenk, Frank. Was hast du dabei? Ja, ich habe die Pfalztüte dabei. Die Pfalztüte dabei mit einem kleinen Schlüsselanhänger von Speyer und ein paar leckeren Sachen aus Speyer und den Speyer-Sticker. Super, ganz herzlichen Dank. Das nehme ich natürlich für die Stadt gerne in Empfang. Vielen Dank. Ich hoffe, es wird jetzt nicht erwartet, dass ich umgehend nach Speyer radle. Da habe ich heute noch Termine hier. Aber Speyer ist eine gute Tour. Also haben wir natürlich auch schon gemacht. Ist eine gute Tour. Tatsächlich, das sind so Entfernungen, von denen ich eben gesprochen habe. Wer ambitioniert ist, der fährt das, ganz sicher. Und wer sagt, naja, ist mir vielleicht doch eine Ecke zu weit, der nimmt dann eben S-Bahn oder öffentlichen Nahverkehr, also gerade in der Region ist das sicher auch machbar. Ja, und ich mag die Gelegenheit gerne auch noch nutzen. Jetzt darf ich noch Dennis Ulas begrüßen, ebenfalls Mitglied des Gemeinderats, Fraktionsvorsitzender auch. Ich darf noch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir hier natürlich in Sichtweite quasi sind von drei verkehrsberuhigenden Maßnahmen, die wir gerade umgesetzt haben und die wir über ein Jahr in unserer Stadt auch testen werden und so umsetzen dürfen, mit Zustimmung des Gemeinderates eben auch hier den sogenannten Verkehrsversuch 12 Monate abzubilden. Das ist zum einen die Fußgängerzone in der Fressgasse, also quasi hinter mir. Nächste Querstraße ist eine Zone eingerichtet. Dann ist ein Abschnitt in der Marktstraße, das ist also in diese Richtung. Die nächste Straße aus der Neckarstadt kommend, die ist in einem Stück die allererste reine Fahrradstraße in unserer Stadt. Fahrradstraße ist ja üblicherweise Auto und Fahrrad gemeinsam. Da müssen die Autofahrer teilweise noch ein bisschen lernen, wie eigentlich die Regeln sind, merkt man oft. Das ist eine reine Fahrradstraße. Das ist ein Abschnitt hier in der Marktstraße. Und schließlich genau hier gegenüber in der Kunststraße haben wir eine Unterbrechung der Überfahrt über die breite Straße. Das sind drei Aspekte und drei Elemente unseres Verkehrsversuch und insbesondere in dem Bereich der Fußgängerzone und entlang der Kunststraße und Fressgasse ist deutlich zu sehen, wie wir eben den Raum in unserer Stadt auch neu und besser gestalten können. Es gibt selbstverständlich Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, es gibt aber eben auch Aktionsflächen, es gibt vor allem Sitzgelegenheiten, Aufenthaltsräume und da ich öfter hier vorbeifahre, sehe ich, wie intensiv und wie einfach die genutzt werden. Da sitzen also tatsächlich Menschen, Schülerinnen und Schüler, würde ich mal an manchen Stellen vermuten, packen ihr Brot aus, tun vielleicht auch noch was Sinnvolles fürs Studium oder die Schule, halten sich dort auf. Und das ist genau das Bild, was wir natürlich von der Fußgängerzone haben, dass man dort verweilen kann. Und wir wollen mit dem Verkehrsversuch eben natürlich über die 12 Monate auch Erfahrungen sammeln. Was funktioniert besonders gut? Wo müssen wir auch nachbessern? Wo müssen wir Veränderungen vornehmen? Weil auch eine Stadt und gerade der Verkehr in einer Stadt sich auch immer den Gegebenheiten anpassen muss. Ja, und anpassen, das ist vielleicht noch ein Stichwort. Mannheim ist eine sehr attraktive Einkaufsstadt, ganz ohne Zweifel und erkennbar natürlich an dem großen Zuspruch, den wir erfahren. Es ist aber eben auch, und das ist eine Besonderheit, eine Wohnstadt. Gerade der Innenstadtbereich ist für ganz viele Menschen ein Zuhause. Und deswegen wollen wir natürlich beides ermöglichen. Die Menschen kommen hierher, die können hier einkaufen, sie können Kultur genießen, aber diejenigen, die hier wohnen, gerade auch Kinder, die hier in der Stadt wohnen, die sollen sich sicher bewegen können, die sollen auf der Straße und im öffentlichen Raum sich sicher bewegen können. Und das geht nur in einem guten und rücksichtsvollen Miteinander. Ich glaube, das ist bei allen Verkehrsthemen das oberste Thema. Miteinander und Rücksichtnahme, Autofahrende, Fußgänger, Fahrradfahrende, dann klappt das auch in so einer dicht besiedelten Innenstadt. Und ich habe den Eindruck, gerade wenn es etwas in der Geschwindigkeit auch entschleunigt ist, dann macht das auch etwas entspannter. Es ist keine Konfrontation zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, sondern man kann sich bestenfalls auf Augenhöhe arrangieren. Ja, und unser Radwegenetz, ich hatte es vorhin angedeutet, neben der Werbung und der Kommunikation müssen wir auch natürlich harte Fakten schaffen. Wir müssen unser Radwegenetz deutlich ausbauen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber wir haben noch ein gutes Stück auch vor uns. Wir sind in einem sehr engen Austausch über einen Masterplan Mobilität mit der Bürgerschaft, mit großer Beteiligung, mit großer Unterstützung des Gemeinderates. Würde ich mich auch ausdrücklich bedanken, der uns ja beauftragt hat, einen Masterplan zu entwickeln. Wie soll denn
Mobilität in Mannheim in den 30er Jahren aussehen, Umwelt